Hey, hallo Leute. Sieht so aus, als hättet ihr gut zu tun heute. Hallo Lilly, schön dich zu sehen. Du hast eine Aufgabe für unseren Bautrupp? Oh, ich verstehe. Charlie, Ethan, Edgar, Lilly braucht eure Hilfe bei einem Bauprojekt. Habt ihr Lust, euch das mal anzuhören? Okay, Lilly, dann zeig mal her. Wow, eine neue Rutsche für den Spielplatz. Auf geht's, Truppe! Das ist eine harte Mission. Ihr müsst als Team zusammenarbeiten, um diese Rutsche zu bauen. Erster Schritt, wir bauen den Turm mit der Plattform. Zweiter Schritt, wir befestigen die Rutsche an der Plattform. Dritter Schritt, wir befestigen die Rampe auf der anderen Seite der Rutsche. Schaut euch all dieses Baumaterial an. Wir brauchen etwas Stabileres als Holz, um die Rutsche zu stützen, Ethan. Diese Metallständer können die Plattform garantiert halten und die Gitter stellen sicher, dass kein Auto herunterfallen kann. Du hast recht, Charlie. Die hier sind perfekt für die Rutschenseite. Und wir brauchen auf jeden Fall diese Schrauben, um alles zusammenzuhalten. Gute Idee, Ethan. Und natürlich, Edgar, dürfen wir die Plattform nicht vergessen. Das ist sehr wichtig. Natürlich, eine Rampe. Wie sollen wir sonst auf die Plattform kommen? Okay, Team, dann wollen wir mal. Also, die hier müssen in die Erde, damit die Rutsche aufrecht steht, Edgar. Vielleicht kann Ethan dir helfen. Ja, das ist nicht einfach, aber ich weiß, du schaffst es. Du solltest das Gitter an der Plattform festschrauben. Gut gemacht. Jetzt sollten die Rutschenelemente an der Plattform befestigt werden. Das ist richtig, Charlie. Die Rutsche wird nicht ohne einen Ständer in der Mitte halten. Ethan, Edgar, könnt ihr mal schauen, ob ihr irgendwas findet, was die Rutsche in der Mitte halten könnte? Perfekt, Jungs. Wow, ihr habt sogar daran gedacht, noch eines für die Rampe mitzubringen. Jetzt fehlt noch das zweite Rutschenstück. Ethan, kannst du die Rampe rüberbringen? Charlie macht sie fest. Großartige Zusammenarbeit.
Die neue Rutsche ist hiermit eröffnet. Hallo Lilly, was hältst du von der neuen Rutsche? Großartige Arbeit alle zusammen. Diese Mission ist erfüllt. Und ihr hättet es nicht geschafft, wenn ihr nicht zusammengearbeitet hättet. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Der Bautrupp. Was für ein schönes Bild. Car City hat sich für Weihnachten herausgeputzt. Und der Bautrupp scheint sich auch zu amüsieren. Hey Jungs! Freut ihr euch schon auf Weihnachten? Ja, Charlie, dieser Zweig hat sich gerade bewegt. Warum packt denn ein Elf hier in Car City Geschenke ein? Moment. Susie, bist du das? Es sieht so aus, als hättest du noch eine Menge zu tun vor Heiligabend. Susie, Charlie sagt, der Bautrupp kann dir helfen. Möchtest du das? Wow! Sie machen sich auf und bauen eine Geschenkeinpackmaschine. Bereit, um mit dem Bauen anzufangen, Jungs? Damit ist das Fußteil der Maschine fertig. Kümmerst du dich um das Förderband, Charlie? Oh nein! Es sieht so aus, als wäre das Förderband zu schwer für Charlie. Charlie, stopp! Das ist nicht das Förderband. Das war eines von Edgars Raupenbändern. Ich hoffe mal, beim nächsten Bauabschnitt geht das alles ein bisschen flotter. Das ist eine großartige Zusammenarbeit, Jungs. Ihr werdet die Geschenkeinpackmaschine in 0,0 fertig haben. Großartig! Jetzt müssen die Würfel mit den Rohren verbunden werden. Fast geschafft, Lilly. Links ein bisschen. Jetzt rechts. Perfekt. Sieht so aus, als würde noch etwas fehlen, nicht wahr? Edgar, du hast genau das gefunden, was wir noch brauchen. Es ist an der Zeit, die Geschenkeinpackmaschine auszuprobieren. Oh nein! Das Geschenk hat keine Schleife. Also,
Ich denke, wir haben sie gefunden, Billy. Gut gemacht, Edgar. Du hast deine Arbeit erledigt. Das ist fantastisch. Susie hätte dafür eine Ewigkeit gebraucht. Wo wir gerade von ihr sprechen, wir bringen besser die Pakete zurück, jetzt wo sie alle eingepackt sind. Susie hat recht. Dank dir, Ethan und Edgar, kann der Weihnachtsmann nun die Geschenke abholen und sie den Kindern bringen. Und vielleicht auch zu ein paar hilfsbereiten Erwachsenen.